Was wäre Europa ohne seine Musik? Und was wäre diese Musik ohne Mozart? Große, aber berechtigte Fragen, 250 Jahre nachdem Leopold M. mit seinen zwei Wunderkindern von einem europäischen Hof zum nächsten tingelte. Wir diskutieren sie unter anderem mit Václav Lux. Wie Amadeus auch, ein Wunderkind und Tausendsasser, nur eben aus Tschechien. Mein Name ist Václav Lux. Ich bin der künstlerische Leiter von Prager Barockorchester Kollegium 1704 und dem Vokalensemble Kollegium Vokale 1704. Ich habe in Basel studiert, in der Schweiz, alte Musik und habe mit verschiedenen Orchestern europaweit gespielt und das große barocke Repertoire kennengelernt und die Tradition in Deutschland, in Benelux, in Frankreich. Also, und ich habe immer davon geträumt, dass bei uns, in Tschechien, ein Ensemble zu haben, wo man auf dieser Ebene auch mitspielt. Bis dahin hat man in Tschechien alte Musikexperten gern importiert. So auch vor 250 Jahren. Nachdem Wolfgang Amadeus in Prag seine Hochzeit des Figaro dirigiert und einen wahren Mozart-Hype ausgelöst hatte, überredete man ihn zu einer weiteren Oper, dem Don Giovanni. Nach dessen fulminanter Premiere meinte Wolfgang: Meine Prager verstehen mich. Salzburg hatte gehasst, er wollte so schnell wie möglich weg. Wien hat er auch gehasst, er wollte zwar dort arbeiten und hat versucht, seine Karriere aufzubauen, aber hat nicht alles so gut geklappt. In Prag ist er angekommen und war sofort zu Hause. Natürlich kam das auch dadurch, dass in Prag mit Abstand nicht so große Konkurrenz war wie in Wien. Aber es gab sie, die Konkurrenten. Wann ich die Ensembles gegründet habe und unser Ziel war, dem tschechischen Publikum die große Musik, die vokalinstrumentale Musik von Johann Sebastian Bach nahezubringen und für die Welt die Werke von unserem tschechischen Komponisten zugänglich zu machen. Ein Schlüsselkomponist ist auch Jan Dismar Zelenka. Da fühle ich mich verpflichtet, als ein Evangelist von seiner Musik zu sein. Und ich glaube, das, was die gemeinsame Sprache ausmacht von diesen Komponisten, ist in italienischer Tradition, wo das Ratio nicht so wichtig ist, aber mehr so Sinnlichkeit, Kantabilität, menschliche Stimme, Emotionen, irgendwie, dass man die Seele anspricht, nicht den Kopf. So wie man in eine barocke Kirche kommt und dann ist man überwältigt von dieser Schönheit. Weiteres wichtiges Thema ist Josef Myslivecek, Haydns Zeitgenosse eigentlich, ein bisschen älter als Mozart. Es ist eigentlich erstaunlich, dass einer von den berühmtesten Opernkomponisten seiner Zeit absolut in Vergessenheit geraten ist. Aber es lohnt sich, also seine Musik kennenzulernen. Nicht umsonst hat Mozart auch seine Musik sehr geschätzt. Und ich finde unglaublich wichtig, dass ein Film von Myslivecek gemacht wird, nicht nur um eine Parallele zu Amadeus zu machen, sondern wirklich nicht nur seine sehr interessante und sehr schöne Musik dem Publikum nahezubringen, sondern auch das Thema des Opernbetriebes in Italien zwischen 1760 bis 1780, diese Zeit in Italien, ist unglaublich wichtig ist für Entwicklung, auch wie eine Klassik, auch für die Musik von Mozart. Es ist ein großes, unbekanntes Thema.
Josef Misliwicek verlässt mit 26 die Heimat gen Venedig. Wird im Nu Opernmaestro, hat eine carte blanche für alle Häuser in Bella Italia. Was dem jüngeren Mozart natürlich imponiert. 1770 trifft er den böhmischen Kollegen in Bologna. Von Il Boemo, wie ihn die Italiener nennen, schaut sich Mozart viel ab. So viel, dass einige Misliwicek-Arien bald dem Wiener Wunderkind zugeschrieben werden. Seit der Zeit gibt es sehr, sehr schönen Austausch zwischen den beiden. Und auch zu dem Thema Europa finde ich das sehr inspirativ, also diese Begegnungen von den beiden. Das war einfach damals überhaupt nicht wichtig, ob man in Prag oder Salzburg oder Wien. Das war einfach eine Europa damals. Die Grenzen waren nicht so wichtig und auf eine Art hat die Europa vielleicht besser funktioniert als heute. Apropos Europa. Po pádu berlínské zdi železné opony na začátku 90. let jsme se najednou ocitli ve svobodném světě, ve svobodné Evropě a k nám do Litomyšle přijel první československý tehdy prezident, pan Václav Havel, na soukromou privátní návštěvu. A Litomyšl jej okouzlila, možná tak, jako vás okouzlila, a řekl, tady na tom krásném zámku by bylo moc pěkné uspořádat setkání prezidentů. A v dubnu roku 1994 se tady uskutečnil první historický summit sedmi středoevropských prezidentů, který se později rok od roku konal i v dalších zemích tohoto středoevropského regionu. Já jsem měl na starost například kulturní část toho dvoudenního summitu. Also, 200 Jahre nachdem Mozart in Maria Theresias Vielvölkerstaat aka Donaumonarchie problemlos zwischen Prag und Wien hin und her pendelt, wird hier in Litomyschl der Grundstein für die Osterweiterung der EU gelegt. Was einst die Habsburger Krone zusammenhielt, gehört heute zum Staatenhaus Europa, dessen Fundament aber von Musikern wie Mozart gegossen wurde. My tady máme jednu obrovskou vzácnost, mimo jiné. A když v Praze premiéroval Wolfgang Amadeus Mozart Dona Giovanniho, tak autorem byl významný výtvarník Josef Platzer. A Josef Platzer je autorem těchto nádherných kulis. My jsme festival, který patří vůbec k největším, které se konají v České republice. A je jasné, že Kolegium 1704 se svým zakladatelem, dirigentem, panem Václavem Luxem, patří nejen k české interpretační špičce, ale je dnes v oblasti starší hudby jedním z vedoucích ansámblů napříč Evropou. Stimmung von einer Gemeinschaft, von einer großen Familie, das ist etwas, was mir sehr, sehr wichtig ist und warum das für mich auch immer eine Bereicherung ist, immer einfach weiter mit dem Ensemble zu gehen. Und ich glaube, die Offenheit mit den Gegebenheiten umzugehen, dass man das mit der Tatsache, dass wir als Menschen uns auch verändern und dass sich das auch in der Musik zeigen kann, damit umzugehen, ist der Schlüssel dazu. Wir dürfen nicht versuchen, so zu spielen, wie wir vor 10 Jahren gespielt haben, egal wie erfolgreich das war. Also wir müssen immer weiter suchen, weil wir auch anders sind.